Also das ist nur ein kurzes, ganz kurzes Update zu meiner Hardcore-Welt, wenn es mal laden würde. Nicht? Ja. So viel zum Update für meine Hardcore-Welt. Was könnt ihr noch was Spectate wollt? Ja, das war mein Haus. Ich habe so viele Sachen gehabt. Ich habe. So, Fun Fact. Ich wollte nämlich. Ich habe jetzt. Ich habe ja kein Inventar mehr. Ach, wo bin ich überhaupt nochmal gestorben? T. Slash. Wie. Help list me. S Team SMG Tell Trigger. Das zeige ich mal kurz den Seed. Das war der Seed gewesen. Und noch was könnte ich noch was machen? Was ist. Was kann ich mit me? Nein. Also ich kann hier gerade nichts mehr machen. Oder? Slash Action Command. List Woods Targets Message. MSG, MSG Seed, Team Message. Also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich gestorben bin, aber ich habe auf jeden Fall hier vor meinem Bienennest Bienendinger bekommen und wollten mir dadurch damit noch Kerzen herstellen. Was? Ich habe einfach einen fucking Spawner unten drunter gehabt. Unterm. Nee. Alter, nee. Ich habe. Nee. Nee. Alter. Ja, unerwünschte Augen, do not generated it. Und okay. Da hätte ich einen Minenschacht gehabt. Ah, oh, no. Aber da hätte ich noch sowas wie einen Minenschacht gehabt. Oh nee, das tut mir gerade so weh, das zu sehen. Und da hinten ist ein Stronghold, oder? Nee, das ist kein Stronghold. Das ist was anderes. Aber, oh, ja, was ich da alles verbasselt habe. Da ist noch so ein Geodon gewesen, aber ich glaube, das ist der, wo wir schon gelootet haben, oder? Nee, das ist ein anderer. Das ist definitiv ein anderer. Ja, immer noch einen gehabt. Und das ist der, in dem er halt eben vorher, in dem wir halt eben waren. Also ich. Ich habe da nichts noch drin gehabt. Aber, bruh, jetzt wo ich das so sehe, what the fuck? Ein fucking Spawner, noch so ein. Vier Amethystenräume hier in der Nähe. Da ist einer, da ist einer. Da, den habe ich ja schon erkundigt. Dann da hinten ist noch einer. Und was ist denn da? Was habe ich denn da gerade gesehen? Also, nicht besonders, ich dachte gerade so. Und fucking zwei Minenschächte in der Nähe. Oder waren es zwei? Ja, da hinten ist einer. Und. Warte. Hier hinten war da noch gerade irgendwo. Da! Das ist noch der nächste Minenschacht. Alter, what the fuck, immer so. Ja, ich würde sagen, lösch. Und da hinten ist noch ein Minenschacht. Und da ist noch eins. Also, das ist zwar im einen, hat eben sozusagen verbunden. Aber, Alter. Ja,
Ja, hätte man den verdammten Spinnenweben nehmen können. Hätte ich es gewusst, das war ein Minenschacht erwähnt, aber ich hab's nicht gewusst. Aber Jesus, no. Es war nicht mehr so eine schlechte Welt, aber ich glaube, ich fange jetzt auch der nächste schon direkt mit der zweiten Welt an. Was? Das habe ich die ganze Zeit gefragt im Let's Play. Also in den zwei, drei Videos. Okay, das sind wirklich nur random Blöcke oben. Na gut, demnächst fange ich ja wieder eine neue an, also dann können wir vielleicht da besser, also sozusagen mehr erreichen. Aber jetzt erstmal wollte ich ja mal kurz noch bei dieser Chance das 1.18 Experimental Snapshot, was ja momentan raus ist, zeigen. Und Jesus Christ, da ist die World Generation. Einer war da drin. Und zwar geht es ja da hauptsächlich um die World Generation und what the fuck. Alter Verwalter. Ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt nur noch dadurch nur noch mehr auf das Update, auf das 1.18 Update. Und wo bin ich denn jetzt hier? Wo bin ich denn? Jo, das 1.18 geht ja um die Höhlenupdate, um das Höhlenupdate. Ich will schon gefragt, warum bin ich in der Höhle ist, und aber. Vergessen, erstmal ist das nee, da alles hier. Das hier ist, weiß ich noch nicht so viel. Boah, ja gut. Oh. Zumindest, ich bin sowas selten in der Overworld mal begegnet. Und ich bin nicht im Nether, das ist anders alles in der Overworld. Also, ja. Aber schaut euch doch mal diese Generation an. Like Jesus Christ. Das ist auf jeden Fall schon mal viel besser als die, wo wir bisher hatten, ne? Ja, auf jeden Fall mal definitiv viel besser, viel mehr dran gedacht. Es gab noch so einen Teil, der unter Wasser war. Da will ich mal gerne hin, weil die finde ich am besten. Ne, sind das da? Was sind das da? Da stehen. Achso, das sind die. Okay, ne, ist es nicht. Wo war das nochmal? Da war doch irgendwo so ein Teil von der Höhle unter Wasser. Also. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war oder wo ich nicht jetzt hin bin, weil die Höhlen sind jetzt so riesig hier. Das sind viel zu riesig für meinen Geschmack. Okay, viel zu riesig. Ich baue mich mal kurz auf. Vielleicht erkenne ich ja die Stelle, wo ich bin. Jesus Christ, wie bin ich denn da? Okay, die Höhle wird jetzt natürlich überflutet, weil ich schon Lochen gemacht habe. Aber wo waren das doch mal? Das war hier irgendwo so um den Berg herum. Wo war das nochmal genau? Ah, hier! Sowas. Sowas könnte man ja in der Zukunft öfter sehen. Und solche Höhlen feiere ich richtig. Vor allem, wenn es richtig tief ist, man kann so sozusagen versunkene Tempel oder so. Also an die Map, aber sowas wie versunken mit Tempel oder so Scheiß machen halt eben auch sowas, so krasser Scheiß machen. Oder wo war das andere? Da war noch was ganz anderes. Hier. Fällt euch direkt die Generation auf, wie das generiert ist? Also wer das Caves and Cliffs, obwohl ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das schon eigentlich angekündigt wurde. Das war schon auf jeden Fall eine Zeit lang, aber ja. Das ist 1.18 Experimental Snapshot ist ja jetzt raus. Aber bis die Vollversion davon rauskommt, das wird halt noch ein bisschen dauern. Kappa. Aber sowas feiere ich, warte mal. Warte mal. Ja Gott, hier ist das nächste ganz so gut, aber so Unterwasserhöhlen. Gab es zwar früher schon, aber das war nur so irgendwie anders generierte.
Also in den Vorgängerversionen gab es das auch schon, so Unterwasser-Zeugs. Aber, also, so Unterwasserhöhlen. Aber, naja, ich sag mal so, die waren da noch nicht so geil. Wie in dem jetzigen 1.18 so etwas. Okay. Na, was als Slash T, Kerl. Hey. So, Telescreen. Telescreen. Und ja, das war's. So viel dazu. Könnte ich mal Minecraft schließen, bitte? Okay, dann habe ich mal kurz den Task Manager. Wenn jetzt überhaupt mal was regieren würde, hoffentlich ist die Aufnahme jetzt nicht gecrashed.